Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Heute werde ich eine Legend of Blue Eyes White Dragon 25th Anniversary Booster Box öffnen. Was wir uns erwarten, ist ja natürlich der Blue Eyes White Dragon. Das wäre ganz schön. Oder auch ein Exodia-Kopf wäre natürlich auch sehr schön. Genauso aber auch ein dunkler Magier. Das erwarten wir uns jetzt von den Ultra Rares. Ansonsten Secret Rares ist auch eine garantiert in dieser Box. Und da erwarte ich oder möchte er lieber den dreihörnigen Drachen ziehen, weil ich den noch nie hatte. Gaia schon damals, vor 20 Jahren. Das ist eine sehr nostalgische Box. Kam jetzt im Juli raus und ja, ist auf jeden Fall auch sehr erschwinglich im Vergleich zur Original Legend of Blue Eyes White Dragon, die ja vor 20 Jahren rauskam. Da kostet ja, eine Box ist auf jeden Fall da ein bisschen teurer. Gut, dann fangen wir mal an. Also erstmal die Box öffnen. Erstmal die Folie abmachen. Damit wir die Box nicht beschädigen, die sehr schön ist. So, da haben wir unsere Packs. Und es sind 24 an der Zahl, wie es auch hier so steht. Ja, fangen wir mal an zu öffnen. So. Sehen, was wir zuerst bekommen. Sehr viele nostalgische Karten definitiv hier drin. Auch in einem etwas neuerem Layout. Also es ist ganz die neue Version der Karten quasi. Nicht die alte Version, was ich ein bisschen schade finde. Vor allem aber auch, wenn man bedenkt, dass, weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es vor allem auch um den Geruch. Die Karten riechen halt nicht mehr so wie früher und das finde ich ja, relativ schade. Aber naja, gucken wir mal. Grüner Phantomkönig, Stahlogergrotte, Macht von Kaishin, Verteidigung stoppen, unsere erste Rare und wow, schön! Flammenschwertkämpfer als Super Rare gleich als erstes gezogen. Geil. Sehr schön. Menschenfresser, Käfer, oder nee, Menschenfresser, nicht der Käfer. Roter Totenkopf, Tiefenwasser. Wütender Meereskönig. Ja, ne? Schön, sehr schön. Machen wir mal direkt weiter mit dem nächsten Packet. Flammenschwertkämpfer, sehr nostalgische Karte von Joey im Anime, falls ihr den Anime verfolgt habt. Sehr, sehr, sehr nostalgisch. War seine Lieblingskarte, meine ich sogar. Da gab es doch diese eine Folge mit den Lieblingskarten und dem Duell gegen Bakura, quasi gegen Yami Bakura. Sehr interessant auf jeden Fall, falls ihr den Anime nicht gesehen habt. Ja, schaut euch den gerne an, der ist sehr schön. Strafe des Albtraums, das 13. Grab. Yami, Basisinsekt, Aquamador, abscheuliche Keime, Steinschmelzer, Kumotoko. Lila Kristall. Ja, und damit sind wir durch. Haben wir Aquamador als Rare. In der Regel solltet ihr eigentlich alle Common-Karten bekommen. Es gibt auch keine Shortprints mehr. Shortprints waren vor allem Common-Karten, die, wie der Name sagt, halt weniger geprintet wurden im Vergleich zu den anderen oder zu anderen Common-Karten. Das gibt es wohl nicht mehr jetzt in dieser 25th Anniversary-Version von dem Displays, ja, finde ich ganz gut, auf jeden Fall, also auf jeden Fall sehr gut für Sammler, definitiv, und zu denen gehöre ich natürlich auch. Itotsu Merise, also der Zyklop in der ersten Folge von Yu-Gi-Oh!, auch von Seto Kaiba gespielt. Umi, M-Krieger 1, Totenkopfdiener, Hane Hane, guter Effekt damals auf jeden Fall.
Dunkler König des Abgrunds. Menschenfresser. Wieder, schon wieder Mensch. Wollte wieder Menschenfresser-Geber sagen. Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Bezaubern der nächste. Und dann sind wir wieder beim Zyklopen. So, dann das nächste Packet. Nehmen wir mal. Oh, ein bisschen schwer zu öffnen. Ich will jetzt auch nicht so sehr die, die Booster hier beschädigen. Ich weiß nicht. Also, das ist, kommt mir alles so. Nur so nostalgisch vor, dass ich das so erhalten will. Kleiner Engel, Nemo Rico, König Nebel, dunkle Energie, Verschmelzer oder Fusionist auf Englisch. Das ist die schlechteste Fusionskarte überhaupt. Also, der hat 900 Angriff, 700 Verteidigung. Ich meine sogar Kleiner Engel und Mystisches Schaf 2, die als Fusionsmaterial dienen, haben. Also ich glaube, das Mystische Schaf hat 800 Angriff und 1000 Verteidigung. Das ist tatsächlich sogar stärker, als wenn du die Werte zusammenrechnest von 900 Angriff und 700 Verteidigung vom Verschmelzer. Harte Rüstung. Falle entfernen. Komutoko. Körpertemperatur erhöhen. Und dann sind wir wieder beim kleinen Engel. So. Machen wir den Mix auf. Das ging relativ einfach. So. Oh. So, Flammenmanipulator, Sandstein, Silberpfeil und Bogen, Maschinenumwandlungsfabrik, Kobolds letzte Rettung. Oh, den habe ich total vergessen. Den rotäugigen schwarzen Drachen. Geil. Sehr schön. Guckt euch das an. Wow, wunderschöne Karte, wirklich. Sehr schön. Ja, leider kein First Edition. Wäre auch sehr schön gewesen, aber. Ja, auch was interessant ist, der rotäugige schwarze Drache heißt er jetzt. Damals, wenn ihr die, ja, wenn ihr mal die alte Box in die Finger bekommt oder einen alten Drachen mal in die Finger bekommt, dann werdet ihr sehen, dass der damals der rotäugige blaue Drache hieß. Warum auch immer, die Karte ist auf jeden Fall, der Drache ist schwarz. Deswegen habe ich das auch nicht so ganz verstanden. Naja, sehr schöne Karte, freut mich wirklich sehr. Dann brauche ich auch keinen dunklen Magier oder keinen Exodia-Kopf, aber den blauäugigen weißen Drachen hätte ich trotzdem gerne. So, dann machen wir weiter. Mal gucken, was wir noch bekommen. Von den Super Rares hätte ich gern Raigeki, muss ich ehrlich sagen. Sehr starke Karte damals gewesen. Auch immer noch. Ich meine sogar, die ist nicht verboten, die Karte. Also jetzt im aktuellen Spiel. In den Spielregeln. Tihone oder Taihone, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Laserkanone, das 13. Grab, der schreckliche Terror, Entschuldigung. Drachenfanggefäß als Rare und Berg, Kurama, gewitztes Phantom und Misairu Tsame. Ja, was auch immer. Okay, gucken wir mal als nächstes. Was haben wir da? So. Kleiner Drache, dunkle Energie, Turtle Tiger. Warum das jetzt nicht übersetzt wurde, finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall. Macht von Kaishin, Flammengeist, die nächste schwache Fusion. Also, es sind keine spielstarken Karten auf jeden Fall hier enthalten. Das war das erste Set, was rauskam. Und dementsprechend sind die Karten, die Fusionen vor allem nicht so gut. Aber. Ja, nostalgischer Wert auf jeden Fall mit Eingriffen. Drachenschatz. Medabat, geringerer Drache. Sogen. So, die nächste ist. Machen wir das. Ich öffne das auch immer von rechts nach links. Und weiß nicht, fangen wir mal rechts an, das hat mir immer Glück gebracht. Monsterei, Wald, Stahloger Grotte, der böse Drachenkämpferin. Wow. Interessant. Oh, verräterische Schwerter als Super Rare. Sehr schöne Karte, definitiv. Guckt euch das an. Wow. Das ist eine nostalgische Karte, die hat Yugi sehr oft eingesetzt. Vor allem nur in der ersten Staffel, aber leider. Oder ich meine auch einmal in der zweiten Staffel von Yu-Gi-Oh! Also, wie ihr merkt, ich bin ein großer Anime-Fan. Also Yu-Gi-Oh! Anime-Fan. Aber auch allgemeiner Anime-Fan. Lavas. Besteht irgendwie nur aus einem Oberkörper. Feuergras. Abscheuliche Keime.
Stachel-Seedra. So, weiter. Wie gesagt, Raigeki ist auf jeden Fall noch drin. Wir haben einige Super Rares. Ich glaube, man zieht 4 Stück insgesamt. 2 Ultra Rares und eine Secret Rare müsste es sein, also die Ratio. Oder Verteilung. Ne? Also Maschinenumwandlungsfabrik hatten wir schon. Inotama-Seele, M-Krieger 2, Schleimechse, 2 Klauenangriff, Stolperdrahtbestie, mystisches Schaf, da haben wir ihn, 800 und 1000. Insgesamt als Summe 1800 ist mehr als 900 und 700 von dem Fusionisten. Naja, muss man selber wissen, ob man ihn fusionieren will. Ne? Reißzähne, rote Medizin. Gut, dann machen wir weiter. Opa, das hängt. Das Packet ist zerstört. Naja, egal. Wir haben ja genug davon. So, Feuer-Yaru. Ödland. Kagemusha der blauen Flamme. Einäugige Schilddrache. Aquamador. Bezaubernde Nixe. Strahl und Temperatur. Unterweltreflexion 2. Und Medabat. Ja. Okay, nur noch 2 Packs auf der rechten Seite übrig. Ja, gucken wir mal, was wir noch bekommen können. Also fehlt auf jeden Fall noch eine Ultra Rare und eine Secret Rare, die interessant wären. So, Tihone, Turtle Tiger hatten wir schon, Notama, Nemoriko, Hafengeist, roter Totenkopfvogel, Buch der geheimen Künste sieht irgendwie anders aus. Interessant. Das ist irgendwie ein bisschen heller gemacht worden. Vielleicht irre ich mich auch. Kumotoko, mystisches Schaf wieder hier. Tihone. Ah, das haben wir schon gehabt. So. Dann das letzte Packet. Mal sehen, was wir bekommen auf der rechten Seite. Der grüne Phantomkönig. Yami. Gagemusha der Ballon Flamme. Flammenmanipulator. Leichenflederer und die mystische Elfe. Sehr schön. Sehr schöne Karte, definitiv. Also, schönes Foiling auf jeden Fall. Ne? Okay, die gehen wir mal zur Seite. Rasender Panda. Miserose Zahme. Silberfang. So, und jetzt sind wir durch auf der rechten Seite. Jetzt kommen wir zur linken Seite. Hinotama, Funken, Laserkanone, Silberpfeil und Bogen, der dunkle Feuerdrache. Mal eine bisschen stärkere Fusion auf jeden Fall, für die damaligen Verhältnisse. So, Tiefenwasser, Elektropeitsche, Folge dem Wind, gewitztes Phantom. So. Das ist ein bisschen schwieriger. Okay. Urabi. Schwert der Legende. Staluger Grotte 1. Schrecklicher Terror. Ewige Flamme. Harte Rüstung. Unterweltreflexion 2. Das Buch der geheimen Künste mit einem anderen Artwork wieder. Dunkler König des Abgrunds. So. Was wir bekommen. Armile, kleiner Drache, Flammenmanipulator, wieder der Flammengeist. Oh, Wiedergeburt. Wow, die habe ich ja total vergessen. Wiedergeburt. Sehr schön. Guckt euch das an. Wow. Wunderschön. Naja, eigentlich heißt sie auch Monster-Reanimation, ne? So wie im Anime. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Schade, wir haben kein Blue Eyes White Dragon bekommen, wir haben keinen Xodia Kopf bekommen, auch kein Typhon Xodia und kein Dunkle Magier, aber wir haben Wiedergeburt. Und den schwarzen Rotaugendrachen oder rotäugigen schwarzen Drachen. Sehr schön. Körpertemperatur erhöhen, Feuergras, Finsterdornen, Menschenfresser wieder. So. Dann das nächste Packet.
Okay. So. Strafe des Albtraums. Dunkelgrau. Sieht irgendwie blau aus, oder? M-Krieger 1. Den einäugigen Schilddrachen. Riesensteinsoldat. Wow, sehr schön. Sehr, sehr schöne Karte, die Yugi auch im Anime eingesetzt hat. Die ikonische Szene, wo der Riesensteinsoldat gegen Mako Tsunami den Vollmond zerstört. Ja, die Regeln waren damals ein bisschen anders. Ne? Reißzähne, Elektropeitsche, wütender Meereskönig, Larvas. So. So, dann. Panzerseestern, Ödland, Amal, Wald, böse Drachenkämpferin, gewitztes Phantom, Masaki, legendärer Schwertkämpfer, Biberkrieger, oh schön, auch so eine alte Karte von Yugi, Steinschmelzer, Panzerseestern und dann sind wir im Ödland. So, wir haben nicht mehr viel übrig. Na, da fehlen uns jetzt auf jeden Fall noch zwei Super Rares und eine Secret Rare. Sehr interessant. Mal schauen, was wir rausbekommen. Ne? Kleiner Engel, Schwert der Legende, Hitotsumi Riese oder Zyklop, Macht von Kaishin, Aquamador und oh, der dreihörnige Drache. Wow, guckt euch das an. Wunderschönes Artwork. Wow, sehr, 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 sehr schön. Wirklich. Ja. Also ich finde es echt schön, dass, oder sehr gut, dass Konami das auch geändert hat. Beim alten Artwork vom oder beim alten Foiling von Secret Rare Karten, da hast du manchmal gar nicht diese Streifen gesehen, die sich da so durch die Karte ziehen. Jetzt sieht man das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wunderschöne Karte, wirklich. Strahl und Temperatur. Kurama. Zweischnitziger dunkler Herrscher. Okay. Den dreihörnigen Drachen haben wir bekommen. Mal gucken, ob wir noch Glück haben und Raigeki bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut noch zum Abschluss. Okay. Schrecklicher Terror. Ödland. Da, der mystische Mond, den der Riesensteinsoldat zerstört hat. Schleimechse. Verschmelzer wieder. Geringerer Drache, Succubus-Ritter, Stolperdrahtbestie, Falle entfernen und den Terra. So. Wir haben nicht mehr viel übrig. Schauen wir mal, was wir noch bekommen. Nemoriko, Sandstein, Totenkopfdiener, Silberpfeil und Bogen, ewige Flamme. Mammutfriedhof, auch sehr ikonische Karte von Yugi, die er mit dem Ultradrachen gegen Seto Kaiba fusioniert hat, mit dem magischen Pfeil, also ja. Ja, sagen wir mal so. mit der Karte hat er auf jeden Fall ein Duell gewonnen oder hätte es gewonnen. Berg, Tiefenwasser, abscheuliche Keime. So. Was haben wir noch übrig? Vier Stück noch. So. So. Basisinsekt. Das ist eine Karte von We Will Underwood gewesen. Funken. König Nebel. Das 13. Grab. Hafengeist. Rote Medizin. Körpertemperatur erhöhen. Feuergras. Silberfang. So. Okay. Noch drei Packets übrig. Mit dem eingeschlossenen. Hinotama. Grüner Phantomkönig. Hinotama Seele. Wieder der Riesensteinsoldat. Oh, ein schwarzes Loch. Oh, wir haben nicht Raigeki bekommen, aber wir haben das schwarze Loch bekommen. Auch eine sehr gute Karte. Sehr spielstark. Auch heute noch anwendbar und. Ja, damals natürlich ein Gamechanger, ne? Wenn dein Gegner da seine starken Monster da auf dem Feld hatte, seine
Beatsticks, die hast du dann einfach weggehauen mit einem schwarzen Loch. Das ging eigentlich ganz gut immer. Ja. Mammutfriedhof, Folge dem Wind, geringerer Drache, Lavas und Hinotama wieder. So, das vorletzte Packet. Ich glaube, es fehlt uns noch eine Super Rare. Mal sehen, was wir kriegen. Es wird ganz spannend. Laserkanone, Sandstein, Urabi, Feuerjaru, bewaffneter Ninja hatten wir noch nicht, rasender Panda, wütender Meereskönig, Reißzähne, Misairu Zahme. So. Ja, da muss wohl die Super Rare in dem letzten Packet drin sein. Gucken wir uns das mal an. So. Panzerseestern, dunkle Energie, Könignebel, Amal, Spalt, auch eine sehr, sehr gute, spielstarke Karte gewesen damals. Harte Rüstung, oh, doch keine. Drachenschatz, Stachelshydra, Elektropeitsche, Panzerseestern, dunkle Energie. So, dann gucken wir uns mal an, was wir bekommen haben. Vielleicht habe ich mich auch verzählt, kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, doch, es waren vier. Ja, es waren doch vier. Ich habe mich auch verzählt. Schwarzes Loch. Den dreihörnigen Drachen. Wiedergeburt. Die mystische Elfe. Ja, es waren doch vier. Verräterische Schwerter. Den rothäugigen schwarzen Drachen. Und den Flammenschwertkämpfer. Ne? Ja. Super. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt, und ich werde auch noch alle weiteren Boxen öffnen, also Metal Raiders, Magic Ruler, Pharaoh Servant und Invasion of Chaos. Und verfolgt mich weiter auf dem Kanal, hinterlasst mir ein Like und abonniert, wenn ihr möchtet, für weiteren Content. Ich bedanke mich herzlich und wünsche noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr einschaltet. Auf jeden Fall Dankeschön und alles Gute.